Und weil die Frage war, der Ort hier heißt Nidderau oder nicht Nidderau oder was ich gehört hatte. Also Nidderau und aus Nidderau ganz, ganz liebe Grüße an alle meine Sprecher und auch Fans, die heute nicht dabei sein können. Wie gesagt, mich sehr, sehr gefreut, dass so viele wirklich zum Mikro gegriffen haben und diese Glückwünsche aufgenommen haben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Wochenende war für mich wirklich ein ganz besonderes Wochenende. Ich habe mich schon unheimlich lange darauf gefreut und endlich hat sie stattgefunden, die Hörspielcon Dreamlands and Friends. Dreamlands and Friends ist eine Hörspielcon, die Thomas Birke aus dem Boden gestampft hat, weil er auf der einen Seite sein Jubiläum feiern wollte, 50 Hörspiele oder 50 Folgen von Dreamland Grusel und insgesamt 100 Hörspiele schon bereits veröffentlicht. Das war der Anlass für dieses Event. Und ich wollte mir natürlich das nicht entgehen lassen und war natürlich vor Ort. Das Ganze hat in Nidderau stattgefunden. Nidderau, das liegt ungefähr so in der Nähe von Frankfurt, sage ich mal, ist ein kleiner pittoresker Ort. Wirklich sehr schön im Grünen gelegen, lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzufahren. Und wie gesagt, ich war auch auf dieser Veranstaltung, habe ich mich unheimlich darauf gefreut. Und natürlich waren nicht nur Hörspielfans vor Ort, sondern eben verschiedene Hörspiellabel. Es gab Podiumsdiskussionen, es gab Synchronsprecher und so weiter. Aber ich würde vorschlagen, bevor ich euch jetzt hier zutexte, ich habe ein paar Impressionen für euch mitgebracht und die gucken wir uns erst einmal an. Film ab! Bei einer Hörspielcon dürfen Interviews natürlich nicht fehlen. Thomas Birke hat einige aus der Hörspielszene eingeladen und auf einer großen Bühne versammelt. Und hier habe ich auch einen ganz kleinen Querschnitt für euch. Ja, der Thomas ist super! Ja, und ich würde mal sagen, ich freue mich einfach auf die nächsten 1000 Hörspiele von dir. Und natürlich bin ich bis zum Schluss mit dabei. Den nächsten brauche ich, glaube ich, nicht vorzustellen, weil wer Hörspiele hört,
und gute Hörspiele hören möchte, kommt an Ivar Leo Menger nicht vorbei. Am 15.10., also in wenigen Tagen, erscheint die schon Huibo Folge 33, das Geisterkistenrennen. Folge 35, deren Titel ich leider noch nicht verraten darf, die erscheint nächstes Jahr im Sommer. Die haben wir auch schon fertig geschrieben und ich arbeite gerade mit Hiller zusammen am Konzept von der, wird entweder 36 oder 37 werden, dann für den Herbst nächsten Jahres. Genau. Ja, wie du schon sagst, ich bin ja mit einem Produkt gestartet und dann ist eins zum anderen gekommen. Ich habe festgestellt, dass das läuft. Das war, warum ich auch meiner Frau mal einfach danken möchte, dass die alles damit mitmacht, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Sebastian und ich hatten ja schon die Köpfe zusammengestreckt, hatten alles Wege geleitet, versucht zu machen, damit wir Tom und Locke aus dem Archiv wiederholen könnten. Worauf ich mich natürlich besonders bei diesem Event gefreut habe, ist einfach mal Synchronsprecher und andere Hörspielmacher wirklich in live zu treffen, mit denen zu quatschen, sich auszutauschen. Und die Chance habe ich natürlich wahrgenommen und habe viele Gespräche geführt, unter anderem mit Ann-Christine Blum. Das ist die Macherin von der Hörspielserie Anomalia. Wir haben uns wirklich sehr gut unterhalten. Ich habe ja auch schon viel für sie rezensiert. Und es hat mich wirklich gefreut, dass ich sie auch mal persönlich kennenlernen durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch noch weitere Gespräche geführt, unter anderem mit Dirk Hardigen von dem Ohrenkneifer Hörspielen. Dann habe ich auch wirklich ein sehr schönes Gespräch gehabt mit Falk Puschmann. Falk Puschmann hat das Hörspiel Der Fluch, eine mehrteilige Serie rausgebracht, hat er auch da auf der Messe gehabt, habe ich mir auch mitgenommen, zeige ich euch aber auch später. Und worauf ich mich auch besonders gefreut habe, war natürlich ein Gespräch mit Ivar Leo Menger, der auch natürlich auf dieser Hörspielkon war. Ein absolutes Highlight von dem Wochenende war natürlich auch endlich mal die Leute kennenzulernen, die auch für mich und für meine Hörspiele schon hinter dem Mikro standen. Da muss ich sagen, habe ich mich besonders drauf gefreut, weil es ist halt so, dass ich, wenn wir diese Hörspiele produzieren, wir stehen zwar in Kontakt, wir telefonieren auch mal miteinander, aber wir haben uns wirklich in all der Zeit noch nicht ein einziges Mal live gesehen und das war jetzt wirklich die Gelegenheit dazu und wen ich alles auf der Hörspielcon getroffen habe. Das seht ihr jetzt. Hallo, mein Name ist Philipp Bösand und ihr hört mich bei Mein Ohrenkino in der Zombie-Hörspielreihe als David oder in den Creepy Tales in vielen verschiedenen Kleinen. Hallo, mein Name ist Konstanze Buttmann und meine Stimme kennt ihr vielleicht aus den Creepy Tales von der Episode Nur ein Anruf. Da ist meine Rolle die Officer Richards, die dann sehr liebevoll von ihm schön zerhackt wird. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Hallo, mein Name ist Cynthia Tara. Ich habe auch mitsprechen dürfen bei Die Mutter und Tochter und ich war die Mutter. Hi, mein Name ist Katja Kessler. Ich bin in den Creepy Tales. Folge heißt Die Zeugin und meine Rolle heißt Die Zeugin. Es hat großen Spaß gemacht, weil es einen schönen überraschenden Effekt gibt am Ende. Spoiler zu Ende. Ja, hallo, mein Name ist Frank Heide und ich durfte mitsprechen bei Moto und Kibus. Dort war ich der Richard, der relativ ekelhaft ist und alles niedermacht, was er macht. Und David war mein Kompagnon. Nicht wahr, David? So ist es. Dankeschön.
als sich dann die Hörspielkon so langsam dem Ende neigte, wurde der ganze Saal einfach kurzerhand von der Con quasi oder von der Convention direkt zu einem Speisesaal umgewandelt. Fand ich wirklich mega geil, wie sie das gemacht haben. Und jeder, der wollte, konnte dann einfach noch so den Abend zusammen ausklingen lassen. Wir haben dann zusammengesessen, haben noch was getrunken, wir haben nett zusammen gegessen. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Unterhaltung mit Konstanze Buttmann und auch Falk Puschmann, der sich zu uns gesetzt hat. Und wir haben wirklich über viele Dinge gesprochen und es hat wirklich, wirklich großen Spaß gemacht, einfach vor Ort zu sein, mit den Leuten nochmal zu sprechen, in so einer großen Community zusammen zu sein und den Abend wirklich nett ausklingen zu lassen. Und das Lustige bei der ganzen Sache ist, ich wollte die ganze Zeit mit Thomas Birker sprechen. Wir haben natürlich Gespräche geführt, aber ich habe immer gesagt, Mensch Thomas, wir müssen vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Interview zusammen machen oder mal ein kurzes Statement einfangen, wie du das Ganze jetzt hier empfunden hast. Und immer kam irgendetwas dazwischen. Er musste entweder auf die Bühne oder jemand andere wollte was von ihm. Und wirklich, als wirklich der Abend kurz vor Ende war, haben wir beide eigentlich erst die Zeit gefunden, um dieses Statement aufzunehmen. Und das Statement und was er dazu gesagt hat und wie er das Ganze selbst empfunden hat, das hört ihr jetzt. Und läuft. Hallo, ja, heute hatten wir dieses großartige Event Dreamland and Friends. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt gerade noch so ein bisschen die After-Show-Party sozusagen. Und selbst da sind noch einige zurück, also hier geblieben, was ich gar nicht mit gerechnet habe. War ein tolles Erlebnis heute mit ganz, ganz vielen Sprechern, Schauspielern, mit Kollegen von verschiedensten Hörspielen aus ganz Deutschland und eben auch aus ganz Deutschland, Ruhrgebiet, Hohen im Norden, aber auch München und Nürnberg waren vertreten, waren ganz, ganz viele Fans hier und ich freue mich, dass auch der Chef dieses Kanals und viele, viele andere sich den Weg hierher gemacht haben und hoffentlich alle viel Spaß hatten. Und alle, die nicht dabei waren, wahrscheinlich gibt es 2023 die zweite Chance, hier dabei zu sein in der Lüderauer Stadthalle, Willi-Salzmann-Halle. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid und dann ist hoffentlich auch Corona-Geschichte und ist kein Teil mehr unseres Lebens. Auf so einem Hörspiel-Event habe ich mir natürlich auch Hörspiele gekauft. Allerdings nicht so viele wie geplant, denn viele der Hörspiele, die habe ich einfach schon zu Hause. Deswegen konnte ich mir da nicht ganz so viele kaufen wie erhofft. Aber ich habe mir natürlich die Jubiläumsfolge von Dreamland Grusel mitgenommen, Folge 50. Das sind, glaube ich, 5 Kurzgeschichten von unterschiedlichen Autoren. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt, was der Thomas uns da zusammengestellt hat. Dann habe ich mir noch von Falk Puschmann die ganze Serie Der Fluch gekauft. Freue ich mich auch unheimlich schon drauf. Ich habe schon einiges darüber gelesen und ich habe jetzt auf der Hörspielcon endlich einfach mal die Chance genutzt und habe mir einfach die komplette Serie mitgenommen und freue ich mich auch schon wirklich tierisch drauf. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall ein Like da lassen. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein neues Video online stelle. Für Thomas Birker hoffe ich wirklich, dass sich dieses Event gelohnt hat. Er hat ja schon gesagt, 2023 wird der nächste Termin sein und ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn er es wirklich schafft, dieses Event wirklich regelmäßig zu starten, weil es hat wirklich Spaß gemacht, es war schön, es war wirklich geil, die ganzen Leute zu treffen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze noch größer wird, dass noch mehr Hörspiellabels vorbeikommen, dass noch mehr Synchronsprecher da sind, dass vielleicht auch noch mehr Fans dabei sind und es würde mich auch wirklich für Thomas freuen, wenn dieses Event wirklich was ganz Großes wird. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dabei war und wie gesagt, ich hoffe, dass euch auch dieses Video gefallen hat und dass ihr vielleicht auch beim nächsten Mal dabei seid. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!